Sehr geehrter Herr Bundesrat Ignazio Cassis, sehr geehrte Vertreter der Kirche, sehr geehrte Behördenvertreter aus dem Campus Kanton Glarus, der Städte Sempach und Willisau, liebe Ehrengäste, liebe Gedenkgemeinde. Divide et impera. Meine Damen und Herren, teile und herrsche. Eine alte lateinische Formulierung, sie empfiehlt eine Gruppe in Untergruppen mit gegensätzlichen Interessen aufzuspalten, um sie zu schwächen, um sie zu beherrschen. Diese Redewendung wurde Machiavelli zugeschrieben. Abschließend ist ihre Herkunft aber nicht geklärt. Praktiziert wurde diese Maxime erfolgreich bereits im Römischen Reich und auch von den Habsburgern. Dieses Ziel verfolgten auch die Habsburger bei uns. Doch da haben wir ihnen einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Außenpforte hatten zwar alle unterschiedliche Interessen und waren alles andere als eine kompakte Einheit. Anstatt sich gegenseitig aufzureiben, haben sie sich 1386 doch als Gruppe vereint und gemeinsam sich dem Feind entgegengestellt. Zur Gedenkfeier lädt der Regierungsrat traditionsgemäß im Turnus einen Nachbarkanton ein, der 1386 an der Schlacht teilgenommen und uns unterstützt hat. In diesem Jahr haben wir bewusst mit diesem Protokoll gebrochen. Es freut mich ganz besonders, heute unsere Ehrengäste aus dem Kanton Glarus herzlich willkommen zu heißen. Wir sind nämlich ganz sicher, dass die Glarner uns damals zu Hilfe geeilt wären, wenn die Wege etwas kürzer oder die Transportmöglichkeiten etwas schneller gewesen wären. Was verbindet Glarus und Luzern schon in dieser Zeit? Die Antwort lautet Sempach. Als Reaktion auf die politischen Ereignisse damals und motiviert durch den Verlauf der Schlacht bei Sempach erhoben sich die Glarner gegen die Habsburger und sagten sich von ihnen los. Die Österreicher gaben den strategisch wichtigen Zugang zu den Alpenpässen jedoch nicht einfach so her. So kam es 2 Jahre nach Sempach, 1388, zur Schlacht bei Nevels, die für die Glarner auch siegreich ausging. 1993 dann wurde das erste gleichberechtigte Bündnis des Standes Glarus mit den übrigen Eidgenossen begründet, dem sogenannten Sempacher Brief, benannt nach dem bekannten Luzerner Städtchen, wo 7 Jahre zuvor die Ablösung von den Habsburgern gewaltsam zum Ausbruch gekommen war. Einen weiteren speziellen Gruß richte ich im Namen der Regierung an die Ehrengäste und die Bevölkerung aus meiner Heimat, an die diesjährige Gaststadt Willisau. Denn Sempach verbindet uns auch mit Willisau. Noch bevor Herzog Leopold III. Nach Sempach in die Schlacht zog, lagerte er 8 Tage im Städtchen Willisau. Auch hier Divide et impera versuchte Leopold unterschiedliche Interessen auszunutzen und diese zu befeuern, damit es nicht zu weiteren Zusammenschlüssen mit den Eidgenossen kam. Er ließ dies sogar mit der damaligen Stadtherrin, Gräfin Maha von Neuenburg, vertraglich regeln. Dass dieser Vertrag das Papier nicht wert war, zeigte sich am Vortag der Schlacht.
weil ihm die Willisauer zu wenig österreichfreundlich erschienen waren, ließ er das Städt plündern, verwüsten und verbrennen. Danach marschierte er Richtung Seppach. Nach 1375 war das schon das zweite Mal, dass der eigene Landesherr Willisau in Schutt und Asche legte. Meine Damen und Herren, Seppach hat uns geeint. Wir haben uns nicht teilen und beherrschen lassen. Wir haben uns nicht in Untergruppen mit widerstrebenden Interessen spalten lassen, sondern ein gemeinsames Ziel verfolgt. Deshalb gelang es, einem übermächtigen Gegner Parole zu bieten, ihn zu schlagen und ein anscheinend aussichtsloses Unterfangen zum Guten zu wenden. Weil wir es wollten, weil wir es gemeinsam schaffen wollten, haben wir es geschafft. Die Schweiz ist ein klassisches Beispiel einer Willensnation. Keine gemeinsame Religion, keine gemeinsame Sprache, aber ein gemeinsamer Wille, ein gemeinsames Ziel. Nämlich ganz einfach selbstbestimmen. Unser föderalistisches System mit den drei demokratischen Staatsebenen ermöglicht uns ein Maximum an politischer Freiheit und Selbstbestimmung. Aber, und ich erlaube dies an meinem letzten Arbeitstag als Regierungsrat zu sagen, in der politischen Diskussion vermisse ich immer öfter diesen gemeinsamen Willen und das gemeinsame Ziel. Es scheint mir manchmal, dass wir in unserer Gesellschaft heute im Privaten wie auch in der Politik vergessen, das Gemeinwohl über die eigenen Interessen zu stellen, wie uns die Ereignisse in Seppach doch so eindrücklich gezeigt haben. Es ist heute kein Habsburger, kein Feind von außen da, der uns teilt und entzweit. Aber wir verstricken uns ohne Not zu oft in widerstrebenden Partikularinteressen. Um unseren Wohlstand und unsere gesellschaftlichen Errungenschaften zu erhalten, erachte ich es als nötig, nicht in Grabenkämpfen zu verharren, sondern zum Wohle des Ganzen Brücken zu schlagen und Eigeninteressen hinten anzustellen. Und so entsteht plötzlich eine Lücke, eine Möglichkeit, um das Ganze im Blick zu behalten und miteinander weiterzukommen. Die hohe Kunst der Verhandlung ist es letztlich, dass ein Resultat vorliegt, das für alle einen Gewinn darstellt. Diese Kunst der Verhandlung beherrscht unser Bundesrat Ignacio Cassis, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten. Der Bund, das Wort sagt es ja, ist eine Vereinigung aus einem Bündnis entstanden. Eine zentrale und solide Basis, die uns verbindet, die unser Außenminister gegenüber Europa und der ganzen Welt vertreten darf. Wir haben nicht alle Tage einen Bundesrat hier an unserer Seite. Das letzte Mal, es ist jetzt 8 Jahre her, Herr Bundesrat, Herr geschätzter Bundesrat Cassis, ich freue mich ganz besonders, dass Sie nach Seppach gekommen sind und uns mit Ihrer Anwesenheit hier beehren. Ich heiße Sie im Namen der ganzen Bevölkerung und der Regierung ganz herzlich willkommen. Meine Damen und Herren,
Ich habe für mein Präsidialjahr das Motto Lebensqualität gewählt. Ich weiß nicht, ob die Kriegsknechte und Soldaten damals ein Auge für die Schönheiten Sempachs und seiner Umgebung hatten. Wahrscheinlich eher nicht. Für mich ist Sempach und die Wiesauer, verzeihen es mir jetzt, auch eine Augenweide. Die kleine Stadt am See hat ihren mittelalterlichen Charakter bewahrt, steht stellvertretend für unsere schöne Luzerner Landschaft, die für eine große, großartige Lebensqualität sorgt. Mein erster Auftritt in diesem Präsidialjahr war am 1. Juli 2018 hier, ebenfalls hier. Heute darf ich abschließen, so schließt sich auch der Kreis dieses Präsidialjahres. Gerne nutze ich die Gelegenheit, zum Abschluss Ihnen persönlich zu danken für das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben. Ich danke für die Zusammenarbeit und die große Unterstützung. Gerne bedanke ich mich an dieser Stelle auch allen, die zum guten Gelingen des heutigen Anlasses beitragen. Meine Damen und Herren, es geht uns in Luzern, es geht uns in der Schweiz sehr gut. Das Prädikat einer gut funktionierenden Gesellschaft ist das Miteinander, dass man zueinander schaut. Und das machen wir. Nicht umsonst sind in der Schweiz die Vereine und Verbände so wichtig. Ich ermuntere Sie auf, engagieren Sie sich für unsere Gesellschaft, für Ihre Gemeinde, für unseren Kanton, für unsere Eidgenossenschaft. Leisten Sie Ihren ganz persönlichen Beitrag, egal in welcher Organisation, egal in welchem Verein. Ihr Engagement wird Sie bereichern. Das habe ich zur Genüge feststellen dürfen und ich zehre davon. Schließen möchte ich mit Johann Wolfgang von Goethe, er hat das lateinische Zitat Teile und Herrsche umgemünzt und sagt sinngemäß, besser als zu teilen und zu herrschen ist es, zu vereinen und zu lenken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nur das Beste, gute Gesundheit, genießen Sie mit uns den Tag. Vielen Dank.